Moin, Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar wollte ich mal vorstellen, mein Do-it-yourself Carbon Tuning. Also ich habe mir so ein kleines Carbon Tuning gemacht, weil ich keine Lust hatte, mir die Carbon Teile zu kaufen, habe ich mir gedacht, dass ich mir das mal selber mache. Und das wollte ich euch jetzt mal vorstellen. Ich fliege mal einmal rüber, fliege mal einmal zurück. So, das ist mein Do-it-yourself Carbon Tuning und ich muss sagen, das ist echt extrem geil geworden. Das ist wirklich geil geworden. Also es sieht wirklich sehr geil aus und ich glaube, jetzt ist das noch ein bisschen stabiler, gerade so mit den RPM-Querlenkern. Und eigentlich hatte ich ja vorne noch den RPM-Bumper, aber der ist ja leider sofort gebrochen. Also so viel zum Thema RPM, aber das Carbon, das sieht schon echt nice aus. Und ich bin schon gespannt auf die erste Fahrt. Also kleine Fahrt in der Wohnung habe ich schon gemacht. Und bin schon gespannt auf die erste Fahrt, so im RC Glashaus oder auf der Skateboardbahn. Mal gucken, was das Carbon so wegsteckt. Aber sieht doch schick aus. Oder was sagt ihr dazu? Also, do it yourself, Carbon Tuning. Das Monkey SE, der Modellbaukanal aus Hamburg. Bis dann, Jungs. Peace und bis zum nächsten Video. Tschüss.